Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum. Ah, jetzt, okay. Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Anno 1701, der Fluch des Drachen. Wir haben letztes Mal einiges geschafft, aber auch einiges verbockt. Und dementsprechend wollen wir es jetzt angehen und das Ganze ein bisschen bereinigen. Wir hatten ja dann das Problem, dass wir plötzlich keine Opfergaben hatten, der Meteor runtergekracht ist, Truppen reingedonnert sind. Und was weiß ich noch alles. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bei wenigstens haben wir dieses Mal eine Flotte. Und wir brauchen ein Transportschiff, noch ein zweites. Wird hier gerade gebaut, okay, für die nächsten Truppen. Truppenverband ausgebildet. Hier fehlt Waffen. Hey, ich kann rechts scrollen, cool. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Waffenproduktion, Kanonengießerei, die können wir lahmlegen, glaube ich. Aber die Waffenproduktion müssen wir anschmeißen, so. Alles Altmetall. Hat einer von denen noch eine Mine? Nein, okay. Weil ich könnte da noch ein paar Minen auslegen, kommt mir gerade so der Gedanke. Ehrlich gesagt wollte ich mich zuerst aus der ganzen Sache raushalten. Aber dann hat mich mein Gewissen gepackt. Eisenwaren haben wir genug. Nahrung auch. Woran mangelt das dann hier jetzt? Ich habe unter meiner Werkstatt einen Keller ausgehoben und ihn mit Eisen ausgekleidet. Sicher ist sicher. Gut, wir haben einiges vor uns. Heute erst auch Geld weggefehlt haben, das was. Das ist auch das, was beim Schiff fehlt, glaube ich. Also sprich, wir haben einiges vor heute in den 1,5 Stunden. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir das Spiel beenden, was natürlich extrem krass wäre, weil danach kommt ja Rome 2. Das heißt, Anno wird etwas ausgedünnt momentan, aber da kommt bald was Neues, also habt keine Angst. Das kommt dann allerdings am Sendeplatz von Siedler. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Wenn ihr mehr Anno sehen wollt, muss ich euch dann leider eine Zeit lang vertrösten. Das werden dann anstelle von 6 Folgen Anno, wie es ursprünglich mal war, nur noch 2 Folgen Anno pro Woche. Dafür kommen aber ein Haufen anderer Spiele. Das wird alles noch sehr spannend und ein interessant. Fischer hat keine Arbeit mehr. Fischgrund ist leer geschöpft. Okay, nicht gut. Aber der hat überall noch genug Fisch vorhanden. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eines meiner Schiffe. Alle beidrehen zum Angriff. Weil irgendwie klar, dass es das ist. Naja, gut, pausieren. Mal reparieren lassen. Es hat keinen Sinn, das Ganze jetzt. Hat seine maximale Größe erreicht. Oh. Okay. So, dann kommt das hier, okay. Das heißt, alles, was ich jetzt noch brauche, sind die 1500 Goldmünzen für das Handelsschiff. Okay. Wir sind bereit. Das jetzt wird jetzt endlich repariert. Wenn ich mehr Schiffe möchte, bräuchte ich mehr einen. Oh oh. Wie sieht's eigentlich mit den Ressourcen hier aus? Oh. Ein Meteor schlägt auf ihrer Insel ein. Nein, 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 nein.
Ich fass es nicht. Wie belämmert kann man eigentlich sein, dass ich mir sowas zerfallen lasse? Gott. Wobei ich ja neulich erst darüber gesprochen habe, dass der non-existent ist. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ein Schiff davon hat drei Ladekammern, oder? Warte auf Anweisung. Nein, hat's nicht. Okay. Wir sind bereit. Das heißt, ich werde die Truppen nochmal absetzen. Denn ich musste unbedingt Rohstoffe hochbringen. Es geht nicht anders. Ich brauche die Rohstoffe oben. Gegnerischen Feuers. Zum Glück genug Tabakblätter da. Wahnsinn. Wenn ich rauskroll, habe ich gerade mal 30 FPS. Wenn ich reingehe, beinahe 60. Wenn ich ganz nah reingehe, würde es sogar 60 übertreffen, wenn ich es nicht cappen würde. Die Truppen hier muss ich auch nachher noch mitnehmen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Die darf ich auf keinen Fall vergessen. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem, weil ich sonst zu wenig Truppen habe, wie ich letztes Mal festgestellt habe. Was extrem eklig wäre. Da muss ich mir einfach wirklich was einfallen lassen. Aber gut, das kommt alles noch. Alle beidrehen zum Angriff! Ehrlich gesagt wollte ich mich zuerst aus der ganzen Sache raushalten. Dann hat mich mein Gewissen gepackt. Wow. Wie lautet euer Befehl? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Jetzt muss ich mich beeilen, jetzt muss ich mich echt beeilen. Schnell, 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 schnell. Ich hab das Schiff total vergessen. Scheiße. Komm schon. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Zum Angriff! Komm schon! Schneller! Schneller! Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Ei, ei! Gerade noch geschafft. War wirklich gerade noch. Recht viel länger hätte das nicht dauern dürfen. Ich brauche ganz dringend nochmal einen Tabakwand für da unten. Oben. Unten. Oben. Oben. Die Flotte folgt eurem Befehl. Ja, jetzt kann der Hagel ruhig kommen. Jetzt ist das okay. Getreten. Ihr Heer hat seine maximale Größe erreicht. Die Truppen sind bereit. Eine Insel wird von einem Meteor. Jetzt landet der Meteor, Anführungszeichen, auf einer anderen. Ist klar. Oh Gott. Du warst immer freundlich. Das ist so Glückstreffer passiert und das ist abartig. Auch wenn ich manchmal, naja, schwierig bin. Sagen wir, ich schulde dir was. Del Toro darf keine Chance bekommen, das Auge des Drachen noch einmal einzusetzen.
Wie lange habe ich jetzt noch Tabak da? Okay, das reicht eigentlich. Das heißt, ich werde die Truppen mitnehmen und werde mich von da verziehen. Weil jetzt wird es dann Zeit, in die Offensive zu gehen. Das Ding ist, ich brauche vorher noch ein zweites Transportschiff. Wohin geht es? Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Garantiert nicht. Die Truppen sind bereit. Die Armee ist kampfbereit. Frohes Fest. Ha. Ja, frohes Fest. Heute ist Weihnachten. Anna wünscht frohe Festtage. Es ist der 25.12., möchte ich ja gesagt haben. Deswegen, ja. Hatte ich das nicht letztes Jahr um die Weihnachtszeit auch? Auf Kurs gehen. Das fällt mir gerade so ein. Da gab es dann... Nein, das war 14.04 mit den Weihnachtsbäumen, schade. 14.04 waren dann auf den Stadtplätzen Weihnachtsbäume, beziehungsweise sind die hier noch im freien Spiel, ich weiß es nicht. Aber... Das gab es dann auch noch. Oh. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Warte auf Anweisung. Alle in Bewegung. Weg. Ich darf auf keinen Fall lange überleben. Ja, dann wollte ich jetzt eigentlich ein Gesprächsthema anfangen. Ich hätte zwar noch ein paar Beispiele, glaube ich, dazu kommt, dass ich ja schon zweimal angerissen habe. Das werde ich mir jetzt ersparen, denn ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie lange ich überhaupt jetzt reden kann, weil ich ja gleich in den Angriff übergehe. Und ich will halt nicht irgendwie riskieren, da jetzt teilweise Material rauszuklopfen. Wenn ich sowieso gleich nichts mehr zu melden habe. Die Truppen sind bereit. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Die Frage ist nicht nur, ist jetzt nur, ob es sich besser wäre, wenn ich die Truppen den Kriegsschiffen mitnehme. Ich habe jetzt den einen Trupp da jetzt. Dementsprechend auf das Kriegsschiff verladen, aber. Im Endeffekt ist es eine selten dämliche Idee, andererseits rechts was anderes wird nicht übrig bleiben. Und jetzt nochmal speichern. Denn bis jetzt läuft ja alles gut. Spiel gespeichert. Ich würde jetzt so rumkotzen, wenn ich genau jetzt irgendwie Scheiße bauen würde. Aber naja. Der Fall kommt schließlich erst nach dem Hochmut. Die Frage ist nur, ja, wir gehen direkt frontal rein. Nicht so angetäuscht wie letztes Mal. Alles klar. Kapitän auf der Brücke. Flotte folgt eurem Befehl. Boah, es kommt dieses Schiff wieder dazu. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Wird ausgeführt. Ich wollte eigentlich weglocken damit, aber... Hat nicht gefunzt. Mist. Warte auf Anweisung. Es krallt sich das nächste. Warte auf Anweisung.
Kapitän auf der Brücke. Wird ausgeführt.